Die Ferchel-Eiche am Rand der Hellberge oder auch Zichtauer Berge genannt. Hier gab es bis vor 300 Jahren das Dorf Ferchel. Das ist dann irgendwann aufgegeben worden und wurde zur Wüstung, wie man das bei uns in der Gegend nennt. Mal schauen, ob eine Schautafel oder irgendwas dran ist. Die Eiche soll über 1000 Jahre alt sein. Naturdenkmal. Da steht's ja. Eiche an der Wüstung Ferchel. Bedeutet, dass das Dorf aufgegeben wurde vor Jahrhunderten. Cool, war bestimmt der Dorfplatz. Wo die Elfen getanzt haben. Maybe. 300 Meter weiter sind die Elfquellen. Da geht es zu den Hellbergen hoch. Schön grün.